So, einen schönen guten Tag. Wir haben 220 Anmeldungen für diesen Workshop. Ich würde mal sagen, wir schauen auch einfach aufgrund der Anzahl der gefüllten Sitzplätze so aus, als wären wir fast vollständig. Wenn wir soweit sind, nehme ich dann auch an, dass uns hier die Tür geschlossen wird. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich entschieden haben, die Herausforderung Transformation hier weiter mit uns zu vertiefen. Mein Name ist Anja Dörner. Wenn ich nicht hier bin, bin ich eigentlich bei der SAP in Walldorf. Und ich werde heute hier durch dieses Panel moderieren. Und wer sich entschieden hat, T1 ganz tief zu machen, auch noch mit dem nachfolgenden Diskurs und dem anschließenden Workshop, dann verbringen Sie den ganzen Tag immer hier in diesem Raum mit uns allen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie Sie dann im Anschluss das Thema Transformation vertiefen können. Genau, der Raum füllt sich nach wie vor. Ich glaube, da hinten sieht noch irgendjemand Plätze. Vielleicht gibt er Handzeichen, dass sich die Neuen dann besser orientieren können. Dankeschön. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein kurzer Hinweis für Sie alle. Ich glaube, es ist eine Best Practice. Da hinten steht eine Kamera. Diese Kamera wird aufzeichnen, was wir hier vorne besprechen. Also keine Sorge, Sie sind da nicht im Bilde. Was noch wichtig ist für Sie, ist, es wird auch im Nachgang diese Aufnahme zur Verfügung gestellt. Wir sagen dann auch im Anschluss auch noch genau, wo Sie weiterführende Informationen finden. Gut, jetzt glaube ich, sind wir hoffentlich fast vollständig. Wunderbar, die Tür schließt sich und dann geht's eigentlich auch schon los. Ich denke, wir sind alle so ein bisschen der Zeit hinterher. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen Ihnen vier auch, dass Sie hier sind und mit mir das Thema Transformation nochmal weiter verfolgen. Jetzt habe ich ja hier eigentlich die bequeme und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe, dass bereits drei von Ihnen heute in der Keynote eigentlich schon mal sich persönlich und aber auch so ihre Herzensthemen kurz vorstellen konnten. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal so der Vollständigkeit halber hier nochmal. Professor Winterberg, Sie sind Rektor der SRH in Heidelberg und haben uns ja schon Ihre Vision der neuen Hochschule, die eben ganzheitlich, also auch auf einen Beruf hinführt, vorgestellt. Herzlich willkommen. Dann ich gehe jetzt einfach in unspezifischer Reihenfolge vor. Professor Malik, herzlich willkommen auch Ihnen. Sie haben sich ja schon seit sehr langer Zeit mit diesem Thema Management und auch eben einem ganzheitlicheren systemisch-kybernetischen Ansatz beschäftigt. Ich denke, dem einen oder anderen sind auch Ihre Bücher bekannt. Und Ihr Ansatz zur Transformation bezieht sich hauptsächlich auf Unternehmen. Ursprünglich hat sich aber jetzt auch auf Schulen erweitert. Wir sind gespannt, wie wir hier den Bogen schließen. Ja, und Frau Rassfeld an der Stelle. Frau Rassfeld, dass Sie mit großem Engagement an das Thema Schule im Aufbruch herangehen, haben wir heute schon alle hören dürfen. Sie wollen weg von dem Schulfrust zu einer Lernlust. Wir sind ganz gespannt, wenn Sie uns heute berichten, wie Sie das machen, wie Sie hier Ihre Schüler, Ihre Lehrer, die Eltern alle mit auf diese Reise nehmen. Und an der Stelle auch nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Ashoka Fellow 2016, wo Sie eben Social Entrepreneurship mit der Initiative Schule im Aufbruch auch weiter verfolgen. Herzlich willkommen. Genau, und dann wurde unsere Runde noch etwas erweitert und da freue ich mich auch sehr darüber, nämlich um den Dr. Bernd Schmidt. Der Dr. Bernd Schmidt wird auch gleich noch ein paar Worte sagen, dass Sie ihn selbst auch so ein bisschen einordnen können. Aber für alle, die hier aus der Region sind, der Herr Schmidt ist Gründer, Mitgründer, Initiator des Instituts für systemische Beratung in Wiesloch und geht eigentlich auch von diesem großen Thema der lernenden Organisation aus, was er in vielen Ausprägungen auch lehrt, an viele, also auch multipliziert an Tausende von Menschen, die in Organisationen tätig sind, auch zum Teil DAX-Unternehmen, die sich mit dem Thema Organisationsentwicklung und Coaching beschäftigen. Aber bevor ich das jetzt hier alles nochmal irgendwie rephrasiere, Herr Schmidt, würde ich Sie ganz kurz bitten, dass Sie uns einen ganz kleinen Hintergrund noch geben. Ja, gerne, vielen Dank.
Ich möchte mit einem Bild anfangen, das mir in letzter Zeit gekommen ist. Mittlerweile finde ich es ja ganz toll, dass von vielen von uns für viele Gesellschaftsbereiche so eine Art neues Stockwerk, auf das wir kommen müssen, ohne dass wir die Zukunft nicht bewältigen können, wo wir vielleicht die Anfänge kennen, aber von unserer jetzigen Perspektive nicht sehen können, wie es dort weitergeht. Und ich kann mich einfach allem nur anschließen, was ich heute gehört habe. Und ich finde es begeisternd, dass offenbar jetzt klar ist, dass wir dorthin müssen. Unser Institut ist tätig im Bereich von Professionsentwicklung und von Entwicklung von Lernen in Organisation und Organisationsentwicklung. Und wir haben schon seit vielen Jahren die Aufgabe, und da fällt mir Ihr Bild ein, von diesem Zwischenbereich, wo so zickzack geht und halb grün ist und halb rot ist. Ja, wie können wir denn Promotoren helfen zu lernen, was zu lernen ist, dass sie in Unternehmen und in ihrem Beruf das umsetzen können. Und das ist ein dickes Brett, an dem wir schon seit Jahren aus verschiedenen Perspektiven arbeiten, und es geht nur auf eine ganz integrierte Weise, dass Sie sich das vorstellen können. Wir haben in den letzten 20 Jahren über 4.000 Professionelle qualifiziert. Das sind Menschen Durchschnittsalter 40, die aus dem Organisationsbereich kommen und jetzt im weitesten Sinn dort, glaube ich, mitwirken, in den verschiedensten Rollen Transformation zu leisten. Das sind gleichzeitig Menschen, die selbst in einer Berufsentwicklung kommen. Die kommen von der IT-Seite her. Das sind Pfarrerinnen, das sind Lehrer, das sind Kaufleute. So ist für Diversität vom Alter, vom Geschlecht, von der Herkunft, beruflicher Art bei uns reichlich gesorgt. So war es sehr notwendig, dass wir eine Didaktik entwickelt haben, dass diese Menschen zusammen lernen. Denn die Herausforderungen, denen sie draußen in ihrem Feld begegnen, die sind so vielfältig, dass man daraus kein festes, kanonisiertes Lernprogramm machen kann. Diese Menschen kommen über 2 Jahre, 12 mal 3 Tage zu uns in die Qualifikation. Bei uns ist es natürlich gegeben, dass die Leute mit ihren Berufsfragen kommen, weil dafür suchen sie Lösungen für ihre Organisationsrollen, wie sie die besser ausfüllen können in der Organisation, aber auch, wo es mit ihnen beruflich hingehen soll. Und das hat sehr oft natürlich auch mit der Entwicklung ihrer privaten Lebenswege, mit der Erhalten oder Wiederfinden von Freude am Lernen und an beruflichen Tätigsein und an der Mitgestaltung von Gesellschaft zu tun. Das ist ganz klar, dass wir dort interaktiv lernen, dass wir dort nicht von vorne lehren, dass wir supervisionsorientiert lernen, dass die Menschen lernen, untereinander sich gegenseitig Wissen zur Verfügung zu stellen, aber sich auch zu helfen, zu verstehen, worin ihre Steuerungsprobleme liegen und in welche Richtung sie sich weiterentwickeln können. Aber und da sind die auch äußerst zufrieden, und deswegen kommen sie wieder. Das sind Menschen, da zählt nicht die Seminargebühr, da zählt der Tag, den sie bei uns verbringen. Und ich habe den Eindruck, sie verbringen diesen Tag bei uns gern. Aber es geht dann eben noch weit darüber hinaus. Und da komme ich jetzt ein Stück zu dem Bild zurück. Da oben ist jetzt dieses Stockwerk. Und da kommen Menschen, die sind da unten oder irgendwo dazwischen. Und wir müssen jetzt überlegen, was können wir optimal tun, dass diese Menschen selbst zu Transformatoren werden können, dass sie, dass möglichst viele Menschen zusammen Treppen bauen, dass wir alle zusammen auch auf dieses Stockwerk kommen. Weil mit dem immer wieder neu ergriffen sein davon, wie toll es da oben wäre, kommen wir sicher nicht dahin. Und da müssen wir sehen, das sind Menschen, die sind in beruflichen Funktionen, die haben große Organisationsrollen oft zu bewältigen. Die haben oft Lebenskrisen, die haben eine Lerngeschichte und Gewohnheiten persönlich über viele Jahre, die erst umgelernt werden muss. Und sie kommen, wenn sie diese sicher begeisternde Lernkultur bei uns erlebt haben, dann zurück oft in ein Unternehmen, in dem alle in ihren alten Gewohnheiten verblieben sind. Das heißt, wir überlegen, was können wir denn tun, dass wir zusammen aus verschiedenen Perspektiven miteinander lernen und diese Menschen dabei zu Regisseuren und Lernhelfern in ihrem Umfeld werden. Und das hat ganz verschiedene Aspekte. Wir brauchen dafür ganz neue Konzepte. Ein Persönlichkeitskonzept, das kindheitsorientiert ist, eignet sich dafür, darüber nicht
darüber nachzudenken, wie man sich im Beruf weiterentwickelt. Da haben wir dann Konzepte etwa wie Theatermetapher, was für welche Bühnen eigentlich mich, in welchen Stücken spiele ich mit, wo geben mir andere Spiegelungen, dass ich wirklich gut bin. Das heißt, wir müssen typische Psychokonzepte überwinden. Wir müssen aber auch einen gemeinsamen Kanon von gemeinsamen Lernformen entwickeln, die dann jeder drauf hat, weil man nicht jedes Mal neu in einem gruppendynamischen Prozess ein neues Lernsetting entwickeln kann. Heute Morgen war die Rede davon, wir brauchen auch eine neue gemeinsame Orientierung. Und wir machen daraus Methoden, die wir diesen Menschen auf Internetplattformen zur Verfügung stellen, dass sie sie mitnehmen können in ihre Kontexte, um dort als Multiplikatoren in ganz verschiedenen Funktionen tätig zu werden. Und darüber hinaus... An der Stelle, vielleicht könnten wir jetzt, sonst haben Sie schon all Ihr Pulver verschossen. Den einen Satz noch. Und darüber hinaus entwickeln wir dann natürlich auch Konzepte, was die Organisationen als Systemqualifikation brauchen, in denen diese Menschen dann wirksam werden. Jetzt mache ich das Pulverfach erstmal zu. Prima. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen an der Stelle auch Bernd Schmidt. Ja. Wir haben ja heute schon über Transformation gesprochen und wie ich jetzt hier auf dem Weg in diesem Seminarraum gegangen bin, ist mir der Moderator von der Session nebenan begegnet und hat er gesagt, was moderieren Sie so? Habe ich gesagt, Transformation. Hat er gesagt, das ist ja eigentlich unser aller Thema. Ne? Also habe ich gesagt, jetzt können wir uns hier nur gar nicht aufteilen, auf dass wir uns jetzt hier nochmal in alle anderen Sitzungen und wir haben die große Herausforderung, dass wir auch nicht mehr Zeit haben und wir müssen einfach schauen, dass wir ein paar Schwerpunkte legen, hier vertreten einfach durch Sie also im schulischen Bereich, im Hochschulbereich, aber auch in Unternehmen, was ist eigentlich hier auch das Ziel, ja, wo will ich eigentlich auch hin? Ich glaube, das ist auch so manchmal ganz wichtig, dass man so einen Schritt noch mal kurz zurückmacht, reflektiert, wo will ich eigentlich hin? Und nicht Transformation zum Selbstzweck, sondern Transformation mit einer Vision, wo es hingehen kann. Und das wäre eigentlich auch schon mal so meine erste Frage hier an Sie. Frau Rassfeld, vielleicht können Sie uns so kurz mal berichten, über was ist denn so Ihr Zielbild dieser Transformation, bevor wir im nächsten Schritt beleuchten, was Sie machen, um dahin zu kommen? Mein Ziel und meine Vision ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass junge Menschen als starke Persönlichkeiten aufwachsen können, mit Visionskraft, mit Handlungsmut, mit Empathie, Perspektivwechsel, mit Gestaltungslust und Freude am lebenslangen Lernen. Und zwar noch unter einer Zielrichtung, nämlich, und das wollen die alle, die wollen eine ökologischere, gerechtere, friedliche Welt. Das ist die höhere Sinnperspektive, die sich jetzt für mich mit den Global Goals nochmal sehr stark herauskristallisiert. Okay. Herzlichen Dank. Herr Winterberg, dürfte ich mal so die Frage in Richtung der Hochschulen, so, was ist der nächste Bildungsschritt? Wo ist da Ihre Vision in Richtung Transformation? Der nächste Bildungsschritt für uns oder der nächste Bildungsschritt für die Hochschulen in Deutschland? Gehen wir mal aus von den Schülern, die Frau Rassfeld produziert in ihrer Schule, diesen Menschen, die da produziert ist das falsche Wort, Entschuldigung, diese Menschen, die da im Idealfall wachsen können unter diesen Voraussetzungen. Ich glaube, wenn ich die so kriegen würde, dann müsste ich gar nicht mehr so viel machen. Dann müsste ich denen nur eine spannende Fragestellung geben. Dann müsste ich denen ein Setting geben, in dem sie sich mit Problemen beschäftigen können. Ich müsste sie coachen, ich müsste sie auf den Weg bringen. Ich müsste Haltung vielleicht mit ihnen diskutieren und üben. Ich müsste Werte diskutieren und üben. Und ich würde wahrscheinlich mit dem Studium viel schneller durch sein. Denn für mich geht es ja am Ende nicht darum, Wissen zu vermitteln. Ne? Wir haben ja vorhin die Frage gehabt, wer hat denn sein Smartphone dabei? Also ich brauche ja heutzutage in einem Studium nicht mehr einen Wissenskanon zu vermitteln, sondern ich muss Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln, wie ich mit dem Wissen umgehe. Von daher, wenn die alle so kämen, hätten wir an den Hochschulen ein schönes Leben. Vielleicht würden die Sie auch coachen. Ja, natürlich. Also ich sag das jetzt deshalb, wir haben so ein paar ungewöhnliche Formate, weil für Transformation musst du irritieren und da kannst du ja nicht im alten Modus, kannst ja gar eine Transformation machen. Und eins davon heißt Schüler, Coach und Manager. Und weil unsere Schüler erleben ja
eine sehr starke Beziehungskultur. Die werden auch alle gecoacht, ihre ganze Schulzeit über. Die haben einen Mentor die ganze Zeit und leben auch in einer ganz anderen Kultur. Und am Donnerstag war, das kann ich mal kurz als kleine Geschichte erzählen, am Donnerstag war das Pro-Team von Lufthansa da. Das ist das Team, was die High Potentials rekrutiert, die späteren Führungskräfte. Und die waren so drauf auf High, 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 High und immer stärkeres High und sind durch die ganze Welt gefahren an die besten Business Schools und haben sich da die 1,0er genommen. Und vor 2 Jahren haben sie ihr Konzept total über den Haufen geworfen. Sie gucken sich keine einzige Note mehr an. Sie gucken sich überhaupt nicht an, wo hat derjenige studiert und was hat er studiert, sondern nur noch nach Persönlichkeit. Und haben dann so einen bestimmten Prozess. Und die Leute, die sie dann auserwählen, die kriegen dann 18 Monate ungewöhnliche Dinge. Und das sind Dinge, die wir alle schon in unserer Schule machen. Die fahren zum Beispiel einen Monat in ein Projekt in einem Brennpunkt in Indien, um sich da zu engagieren. Das machen unsere Schüler alle in der 11. Klasse. Die suchen sich alle eine soziale oder ökologische Aufgabe in einer anderen Kultur und bleiben dafür 3 Monate. Also kurzum, es war ein ganz tolles Gespräch. Die hatte gleich so ein Team mitgebracht und sie sagte dann, Mensch, ihr könntet eigentlich unsere HR coachen. Die weiß nämlich gerade nicht weiter. Ne? Da gibt es ja gerade so ein Problem. Und es ist wirklich klasse und man muss einfach ungewöhnliche Dinge tun, damit man aus seinen Mustern rauskommt. Genau. Jetzt danke schön für diesen Einblick. Was machen Sie denn jetzt? Jetzt haben Sie ja jetzt, also erstens haben Sie noch gar nicht so viele Schüler, die das alles erleben durften, nicht? Die sind vielleicht auch noch alle gar nicht so alt, dass sie bei Ihnen aufschlagen. Was machen Sie denn jetzt mit dem, was Sie heute in Ihrer Hochschule, dieser Realität, der Sie jetzt gegenüberstehen? Die Realität, die hat der Herr Dräger ja vorhin sehr authentisch geschildert. Die Realität ist, wir haben sehr heterogene Typen, sehr heterogene Schichten, sehr heterogene Menschen, sehr heterogene Herkunft, in aller Hinsicht sehr, sehr unterschiedliche Studierende. Und wir wissen, wie Lernen funktioniert. Das haben wir von Herrn Hüther heute Morgen auch nochmal gehört. Letztlich bilden wir Netzwerke, wir knüpfen neues Wissen an altes an, so funktioniert das Hirn. Und da jeder mit einem anderen Netzwerk kommt und jeder mit einem anderen Wissen kommt, stehe ich da und sage, naja, wenn ich eine Vorlesung mache, dann habe ich doch eigentlich, wenn ich anfange, schon 80% verloren, weil ich kann mich da immer nur entweder an den Mittelwert oder an die Schlechtesten oder an die Besten orientieren und das geht nicht. Also fällt Vorlesung aus, das kann ich nicht machen. Sondern ich muss ein Lernsetting finden, in dem ich die Studierenden dort, wo sie herkommen, mit ihren individuellen Grundlagen in eine Situation bringe, wo sie von dem Lernsetting etwas haben. Das geht nur, indem ich sie aktiviere, indem ich sie dazu bringe, miteinander zu kommunizieren. Das geht nur, indem ich sage, der Kluge, der schon alles weiß, der bringt im Zweifelsfall dem, der noch nichts weiß, selber was bei. Da lernen sie beide was von. Da haben sie andere Fähigkeiten, andere Fertigkeiten. Heißt für mich, ich kann kein Lernkonzept nach dem Modell One Size Fits All machen, sondern ich muss eigentlich ein Lernkonzept machen, was ganz, ganz individualisiert ist. Und dafür kann ich an meiner Hochschule, und da sind auch schon Stichworte schon gefallen, mit Coaching, mit Mentoring-Systemen sehr individuell mit den Studierenden umgehen. Und was ich noch nicht kann, und das wäre vielleicht so der nächste Schritt, was müsste eigentlich kommen, was ich noch nicht kann, ich kann noch nicht nach individuellem Lernfortschritt bewerten. Weil das Bewertungssystem von mir erwartet, dass am Ende eine bestimmte Qualifikation erreicht wird, egal wo die Studierenden herkommen. Aber das, und ich darf auch keine Gruppennoten geben. Das ist ganz, ganz schwierig im Hochschulbereich momentan. Ich muss noch sehr, sehr individualisiert am Ende die Dinge runterbrechen. Also da gibt es noch viel zu tun und es ist noch nicht alles machbar, was wir gerne machen würden. Aber vieles von dem kann ich schon tun. Okay, also es stimmt hoffnungsfroh. Die Transformation ist bei Ihnen schon im vollen Gang. Lassen Sie uns mal weiterschauen. Jetzt schaue ich mal zu Ihnen, Professor Malik. Mit Ihrer langen Erfahrung, die Sie haben in Unternehmen, und Sie haben ja diesen Trend Transformation schon sehr früh hingestellt, was beobachten Sie denn heute so konkret? Wo möchte man denn wirklich sein am Ende? Man ruft Sie vielleicht, man sagt, begleiten Sie uns auf der Transformation, aber was möchte man eigentlich in diesen Unternehmen, in denen Sie sind, dann sehen, erleben, gar messen?
Vielen Dank für diese tolle Frage. Ich muss Ihnen sagen, dass die meisten das gar nicht wissen. Also mit denen ich es zu tun habe, nicht? Das sind Führungskräfte in der Wirtschaft. Die sind in ihrem Rattenrad, sind gut auf ihrer Sachebene. Da fehlt es fast niemandem. Die Ingenieure sind hervorragend in ihrer Technik, die Biowissenschaftler in den Pharmaunternehmen und so weiter. Aber dort wissen sie schon, wo sie hinwollen. Nobelpreis der eine und der andere möchte den umweltfreundlichen Motor machen und vieles andere. Und sie tun vieles in ihrem Privatleben, Marathonlaufen und sonstige Herausforderungen, Kunst etc. Aber wo sie im Unternehmen hinwollen, das haben sie entweder nie gewusst oder sie haben es abgewöhnt, sich das zu fragen, weil die Frage nicht zulässig ist sozusagen. Oder wenn man sie stellt, dann bringt sie einen im Grunde auch nicht weiter. Und da kommt ein riesiges Dilemma oder ein Defizit zum Ausdruck. So gut wie niemand lernt jene, ich sage jetzt mal, Sozialtechniken, Worttechnik breit verstanden, die einem dabei helfen könnten. Jetzt gibt es für mich mal einmal das Wort Management dafür. Das ist in Verruf gekommen, sehen Sie mir das bitte nach. Manager sind das alles, was schlecht ist in der Wirtschaft. Die gibt es natürlich, es gibt inkompetente Leute, es gibt korrupte Leute. Aber interessanterweise gibt es auch andere. Und noch ist es die Mehrheit, würde ich sagen. Jetzt kann man dazu natürlich auch Leadership sagen, Self-Leadership. Und da gibt es jetzt alle möglichen Begriffe. Erstens mal, niemand lernt das. Man lernt es auch nicht in den Schulen. Wir zeigen ja Kindern in den Schulen nicht, zumindest den Schulen, die ich jetzt, ich lebe in der Schweiz, bin Österreicher vom Bodensee, die lernen das nicht. Die lernen nicht, wie sie mit ihren Talenten wirksam werden. Sie lernen nicht, wie sie ihre Stärken finden. Sie lernen nicht, wie, falls sie sie gefunden haben, meistens durch die Eltern, wenn überhaupt, Lehrer ja auch, was sie damit anfangen, wie sie das nun transformieren in Ergebnisse. Dann laufen sie mit ihren Stärken herum. Stören tun sie sich aber an den Schwächen, weil die fallen einem ja auf. Also ist man dabei, ein Leben lang Schwächen zu beseitigen. Da wird man am bestenfalls mittelmäßig und mit mittelmäßig wird man nie erfolgreich, egal wie man Erfolg definiert. Erst später, mit 70, sagt jemand mir, du hättest auf deine Stärken achten sollen. Aha, okay, das ist ein bisschen weit her. Es geht noch immer, verstehen Sie, man kann schon, man muss da nie aufhören, wenn man gesund bleibt jedenfalls. Also das ist ein Riesendilemma. Wir lernen das nicht an den Universitäten, nirgends, in keinem Land, auch nicht in Amerika. Und das halte ich für ein ganz tragisches und dramatisches Defizit. Ingenieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Juristen, da kann man ein bisschen Ausnahme machen bei den Medizinern auf der Sachebene, die hören im Laufe ihres Studiums nicht ein einziges Mal das Wort Management oder etwas Ähnliches. Man kann es ja auch anders nennen, nicht? Das spielt jetzt gar keine Rolle. Also die Kunst, wirksam zu werden, oder das Handwerk vielmehr wirksam zu werden, das ist mir noch lieber, auf die praktische Seite herunter. Dann kommen sie, weil sie fachlich gut sind, in Unternehmen. Sie sind dort in gewissem Umfang erfolgreich. Da müssen sie sehr schnell Projekte leiten, Teams leiten, Programme leiten und werden befördert und haben das nie gehört. Jetzt fangen sie an zu improvisieren. Und da könnte man jetzt weitermachen, zu welchem Chaos das führt. Wenn Sie 10 Leute, zum Beispiel auch in einem Aufsichtsrat im Raum haben und die Sprache ist von Strategie, dann haben Sie 10 verschiedene Strategievorstellungen. Wir haben keine vernünftige Terminologie. Kein einziger Ingenieur verwechselt jemals Geschwindigkeit und Beschleunigung. Kein Arzt verwechselt jemals Magen und Leber. Im Management wird alles verwechselt. Jeder kann alles daherlabern, was ihm nur so in den Sinn kommt. Ich übertreibe nicht. Ein babylonisches Sprachengewirr, übrigens, wenn man sie fragt, ja, woher kommen denn die Managementkenntnisse, die die Leute zu haben glauben, dann ist natürlich ein Riesenwust an Publikationen, es braucht ja keine Qualifizierung, um über dieses Thema zu reden. Das Schlimmste kommt aber aus den Medien, dort wird das vermittelt, was ein Redakteur in irgendeiner Zeitung, in irgendeiner Kolumne schreibt, der ja dort ist, weil er nichts vom Management versteht. Oder? Da ist ja ein Einzelkämpfer, der halt auf dem PC herumtippt. Wozu führt das? Sie stoppen mich sofort. Das führt dazu, dass wir
keine Kompatibilität haben in den Unternehmen, weil jeder was anderes versteht. Also ist die Verständigung sehr schwierig, Kommunikation wird total vergiftet, dann holt man Kommunikationstrainer, im Einzelfall sehr, sehr gut, nur jeder Kommunikationstrainer eine andere Vorstellung von Kommunikation. Also pumpen wir eigentlich Neues ins System hinein. Es wird also noch schlimmer, dann bekommen wir verstehen tun wir uns nicht. Das dauert ewig, bis man sich geeinigt hat dafür, nur weil die Sprache nicht funktioniert. Ein Arzt am Operationstisch, der muss mit seiner Oberschwester nicht langkommen, die wissen das nicht. Piloten etc. Dann haben wir Konflikte jede Menge, dann kommt Konfliktmanagement herein, da haben wir wieder 27 Schulen, also wird es noch schlimmer. Ja, und dann hören die Leute nämlich auf zu lernen. Jetzt gibt es aber auch das Gegenteil. Man kann das ändern und das hängt etwas zusammen mit Lebenstüchtigkeit. Wir leben ja in Organisationen, aber niemand hat je gelernt, in Organisationen wirksam zu werden. Von jedem erwarten wir und von jeder, dass sie eine Fahrprüfung macht, um in den Straßenverkehr zu dürfen, aber in den Organisationsverkehr. Da. Und dann lernt man das, was das Unternehmen halt so zufällig anbietet. Ich sehe an der Stelle den Herrn Schmidt ganz heftig schon nicken. Ja. Ich glaube, Sie würden da gerne ansetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind die idealen Stichworte für mich. Ich bin ja ein Spät-68er Gruppendynamik. Wir haben von Nacktbaden bis glühende Kohlen laufen alles gemacht. Und natürlich lockert das auf. Aber ich glaube... Und wenn man zurückkommt und einige andere haben das mitgemacht, ist man auch gemeinsam einigermaßen aufgelockert. Aber ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, nur auf diese Befreiung von zu setzen. Und deswegen entwickeln wir in unseren Curricula einen Kanon von Arbeitsformen. Wir entwickeln einen bestimmten Kanon von Inhaltskonzepten, zum Beispiel Verantwortung oder was ist Kompetenz oder was gehört zusammen, dass ein Team gut funktionieren kann. Wir entwickeln also eine gemeinsame Sprache und wir entwickeln kollegiale Lernformen, die vor Ort von Menschen, die jetzt keine umfassende Ausbildung gemacht haben, über kollegiale Beratung und über Settings, die wir und Vorgehensweisen, die wir zur Verfügung stellen, geben wir denen die Möglichkeit, in ihren Unternehmen kulturbildend zu werden. Und wir haben ja wir haben tolle Leute bei uns und die sind auch persönlich sehr kompetent. Nur das reicht nicht, wenn ein Einzelner in einem Unternehmen in dieser Vielfalt auf den Wirrwarr und die Gewohnheiten aller stößt, dann zerfällt die Kompetenz, die er persönlich mitbringen würde, sehr schnell. Deswegen brauchen wir zum Beispiel eine Personalentwicklungsstrategie, dass alle wesentlichen Player in einer Organisation da einen gemeinsamen Kanon haben, dass man auf eine Kultur zugreifen kann, mit der man dann die inhaltlichen Transformationen machen kann. Und meine Vision ist, dass und es gibt Unternehmen, die da bereits im Aufbruch sind, die da wirklich nicht nur Volkshochschulseminaranbietung im Unternehmen machen, sondern die wirklich strategische Personalentwicklung machen und die wirklich Lernkulturaufbau machen. Und ich hoffe, dass eines Tages zum Beispiel es keinen Organisationsentwicklungsprozess mehr geben wird, bei dem es nicht gleichzeitig ein Lernkonzept gibt, wie das, was bei der Gelegenheit auf der Basis der Grundschulung, die alle haben, für diesen Change- oder Organisationsentwicklungsauftrag hin noch dazugelernt werden soll. Und Führungskräfte und Organisationsentwickler werden sich von daher als kompetent für Lernkultur entwickeln müssen, sonst haben wir keine Chance. Führung muss Lernkultur, Förderungskompetenz bedeuten. Organisationsentwicklung muss Lernkultur, Förderungskompetenz, die man braucht kollektiv, um voranzukommen. Und da haben wir ein totales Defizit. Wir müssen Konzepte entwickeln, Methoden entwickeln, Einführungsstrategien entwickeln. Und das tun wir parallel zur persönlichen Qualifizierung und geben es den Leuten mit, dass sie was in der Hand haben. Und wir qualifizieren auch sehr viele von einzelnen Unternehmen, die können nämlich mit diesen Instrumenten dort dann zusammenspielen und haben eine gewisse Chance, gegen die Schwerkraft der Gewohnheiten anzukommen. Vielen Dank. Jetzt habe ich ja mit Ihnen hier so viele Praktiker, auch die so wahnsinnig viel Einblicke haben. Ich würde einfach mal so fragen, was gelingt Ihnen denn heute besonders gut? Ja, was sagen Sie, das ist was, da bin ich auch besonders stolz oder ich sehe auch, das ist was, das wirkt besonders nach.
aber auch, wo sehen Sie vielleicht auch irgendwie Limitationen? Weil ich glaube, es ist ja auch oft wichtig, dass man auch einfach erkennt, wo eine Grenze ist, ohne auch unmittelbar eine Lösung zu dieser Überwindung zu finden, aber schon mal das reine Erkennen. Wem fällt hier Frau Rassfeld? Ich schaue mal so in Ihre Richtung. Ich möchte erst noch was anderes sagen, und zwar zu Führungspersonen. Hat mir jetzt bei Ihnen beiden noch die Herzintelligenz und Führen aus der Intuition heraus gefehlt. Weil wenn man Menschen bewegen will, muss man sie auch im Herzen bewegen. Das ist meine Erfahrung, und die ganzen Strategien sind gut, aber wenn da noch das Herz dazu kommt und die Intuition, dann kann man wirklich was bewegen. Und habe ich nicht gesagt. Ich habe nur noch mal eine Ergänzung gemacht. Und ich wollte noch ganz kurz was zur Schule sagen, weil ich glaube, Sie verstehen gar nicht, wovon ich rede. So, wenn der andere sagt, dann kommen immer die Kinder gerne in die Schule. Also die Kinder sind Jugendliche. Ich leite eine weiterführende Schule. In Berlin hat man 6 Jahre Grundschule und die kommen dann von der 7. bis zum Abitur. Und wir haben auch schon das 3. Abitur. Also Sie könnten durchaus schon bei Ihnen sein. Ja, was haben wir uns überlegt? Was wissen wir eigentlich? Wir haben einfach das genommen, was wir aus Psychologie, Lernforschung, Pädagogik wissen. Dann haben wir das dazu genommen, was im Schulgesetz steht. Da steht nämlich, Schule ist dazu da, Demokratie zu erhalten und den mündigen Bürger zu entwickeln. Das kannst du nicht durch Arbeitsblätter am Schreibtisch. Und jetzt haben wir so 3 Bereiche. Lernen, Erfolg, selbst organisiert. In Jahrgangsmischung natürlich. Mit so ähnlich wie bei Ihnen, würde ich mal sagen, gecoacht. Ja? Aber wir wissen auch, 75% des menschlichen Lernens ist informelles Lernen. Nicht didaktisiert, nicht vorstrukturiert. Und Lernen im Leben aus Spontansituationen. Und deshalb ist bei uns ein ganz großes Thema das Lernen im Leben. Die 7. und 8-Klässler haben alle das Schulfach Verantwortung. Das heißt, sie suchen sich alle eine verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen und erfahren da, was Verantwortung heißt, was Herzberührung heißt. Da freut sich einer und ich kann wirksam sein, was Engagement eigentlich heißt. Es geht ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch über den schulischen Kontext vor allem hinaus. Ne? Ich habe gelesen von Besuche im Altenheim, also wo auch der eine oder andere nicht so den Berührungspunkt hat. Flüchtlinge, Schulen im Brennpunkt, ökologische Dinge, alles. Also für was Sie sich entscheiden. Und eins der wichtigsten Fächer ist das Schulfach Herausforderung. Also wenn wir Jugendliche darauf vorbereiten müssen, in Ungewissheit zu gehen, ja, und damit klarzukommen und nicht die Krise zu kriegen, wenn plötzlich eine disruptive Veränderung da ist, und auch risikobereit zu sein und auch in Situationen ihr gesamtes Potenzial entwickeln zu können. Das kann es ja nicht mit Schulfächern. Dafür ist auch dann noch unser Schulfach Herausforderung. Das sind Klasse 8, 9, 10. Alle kriegen 3 Wochen geschenkt, sind die ersten 3 Wochen gar nicht da und suchen sich eine Herausforderung. Außerhalb von Berlin, ausgestattet mit 5 € pro Tag. In Gruppen. Das kann sein, ich gehe 380 Kilometer den Benediktusweg in Thüringen oder ich paddel oder. Kann auch wieder ein Engagement mit dabei sein. Und von 5 € kannst du ja keine Jugendherberge und auch keinen Zeltplatz leisten. Also musst du irgendwo anklingeln. Hallo, kann ich in Ihrem Garten vielleicht zelten und meine Dienste anbieten und so weiter. Und die kommen nach den 3 Wochen einfach als ganz anders wieder. Ne? Und haben da eben auch gelernt, sich zu entscheiden. Du kannst ja nicht, wenn du eine Krise hast, dann kannst du nicht auf die Wiese setzen und jammern und bis morgen früh da sitzen bleiben. Du musst dich einfach entscheiden. Du lernst im Team zu arbeiten. Du bist in 3 Wochen auf engstem Raum. Manche sagen auch, ich habe mich kennengelernt. Du kannst dich einen Tag verstecken und du kannst dich 2 Tage verstecken, aber nicht 3 Wochen. Und sie lernen diese ganzen Metakompetenzen. Und was eben auch schön ist, sie kommen zurück und sagen, ich wusste gar nicht, wie freundlich die Menschen sind und wie hilfsbereit. Und sie lernen zu schätzen, was sie haben. Ein Kühlschrank, da sind Sachen drin. Danke Mama, dass du für mich kochst, denkt die Mama. Ja, oder eine Dusche, eine Toilette. Also das ist auch eine Wertschätzung für das, was wir alles so als selbstverständlich nehmen. Und bei manchen klickt es auch, brauche ich eigentlich den ganzen Ramsch, den ich zusätzlich noch konsumiere. Und das machen sie 3-mal, die Herausforderung. Und dann in 11 gehen sie alle 3 Monate
in ein ökologisch oder soziales Projekt in einer anderen Kultur. Das kann sein, Schulen aufbauen in Nepal oder Permakultur in Peru oder aber auch in eine Flüchtlingsunterkunft in Griechenland oder so. Ja? Und das ist das, was eigentlich die Schule ausmacht, das Ganze in einer wertschätzenden Beziehungskultur. Unsere Lehrer haben in der Regel nur 3 Klassen. Also wir wissen, Lernen läuft über Beziehung. Und was machen wir? Der Lehrer rennt in 6 Klassen am Tag, ja, hat 120 Schüler und wird systematisch durchs System daran gehindert. So, und die, wenn man die Sachen alle nimmt, muss man Schule neu denken. Und da braucht man jetzt Musterbrüche. Also ich gehe nochmal, wie gelingt eigentlich Transformation? Ohne Musterbrüche werden wir keine Transformation hinkriegen, weil Menschen dazu neigen, in Stresssituationen immer in ihre alten Muster zurückzufallen. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Lernsetting, da hast du jeden Tag eine andere Gruppe. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ach, was haben wir denn gestern gemacht? Und gucken wir noch, holen wir mal die Hausaufgaben. Du bist gehindert, kannst du nicht, also entwickelst du Neues. Ja? Bei uns, wir haben auch ein Format Schüler, Lehrer und Schulleiter Fortbildung durch Schüler. Ist auch völlig neu gedacht, weil die sind ja Experten von Lernen und die berühren die Menschen so unter der Haut, dass die so irritiert sind, dass der Quatschi, der sagt, ja, bei uns geht das aber nicht, ja, dass der irgendwie keine Chance mehr hat. Und so könnte ich noch vieles andere sagen. Und ich glaube, das wollte ich heute Morgen, also ist mir heute Morgen eingefallen, als ich hier hingegangen bin. Ich hatte ja dieses Beispiel gesagt von Baden-Württemberg und diese Sortierung. Ne? Also dass quasi eine Schule soll neu entwickelt werden und man zieht sie zurück in alte Muster. Man stelle sich vor, in 5 Jahren sitzen die Schulaufsichtsleute, vielleicht auch noch Unternehmer dabei und Schulleiter und Lehrer zusammen und denken darüber nach, wie könnten eigentlich super Musterbrüche aussehen, damit wir tatsächlich es schaffen, auf eine andere Stufe zu kommen. So stelle ich mir die Zukunft vor. Und da müsste man einfach mal ein ganzes Setting entwickeln, was man alles machen könnte, was Musterbrüche sind und so. Weil viele kommen nicht auf solche Ideen, aber nehmen die Ideen, wenn sie die finden, also lassen sich inspirieren. Und auf solche Ebenen müssen wir kommen, sonst schaffen wir es nicht. Wir haben 40.000 Schulen. Okay, prima. Vielen Dank für diesen Einblick. Lassen Sie uns mal schauen, Musterbrüche. Haben Sie da auch irgendwo Erfahrungen? Wir haben jetzt ganz viel gehört, was machbar ist bei Ihnen. Sie haben da ganz große Möglichkeiten, die sich realisieren lassen. Arbeiten Sie auch mit diesem Thema Musterbruch oder haben Sie auch einfach mal eine Begrenzung, wo Sie sagen, da ist Transformation aus was für immer auch Umständen einfach nicht so möglich, wie ich es mir wünschen würde? Ja, natürlich arbeiten wir mit solchen Instrumenten. Unser Problem ist eigentlich ein ganz anderes. Unser Problem ist ja nicht, dass wir Studenten haben, die nicht lernwillig sind und die wir irgendwie in das richtige Setting kriegen, sondern unser Problem ist eigentlich erstmal, Professoren dazu zu bringen, in einem Curriculum miteinander zusammenzuarbeiten, die bisher nie miteinander geredet haben, die alle aus ihren Fächerkulturen kommen. Ist ja noch schlimmer, viel schlimmer, als der Malik das geschildert hat, weil da sitzt der Mediziner mit dem Manager und mit dem Ingenieur zusammen und die sollen dann gemeinsam Ziele für ein Curriculum identifizieren. Die treffen sich gar nicht, das machen die also auch gar nicht. Also das ist der erste Schritt, wo ich tatsächlich etwas erreichen muss. Und das ist eine Kulturveränderung. Ich muss in der Hochschule anfangen, die Leute dazu zu bringen, miteinander zu reden über die Frage, was ist eigentlich das Ziel eines Studiengangs? Wie wollen wir dieses Ziel eigentlich erreichen? Arbeiten wir auch fakultätsübergreifend, wie arbeiten wir fachübergreifend, wie arbeiten wir modulübergreifend zusammen, damit wir dieses Ziel erreichen. Und das schaffe ich nur, wenn ich, wir sagen immer, the memories in the walls, wenn ich tatsächlich die Wände verändere. Weil solange ich in der gleichen Tapete arbeite, denke ich immer, verfalle ich immer in das gleiche Muster zurück. Also das Wichtigste bei unserem Modell war eigentlich das am wenigsten Wichtige. Wir haben viel didaktisch, genauso wie Sie es beschrieben haben, Frau Hausfeld, darüber nachgedacht, wie muss Lernen stattfinden, wie funktioniert das Hirn, welche Kompetenzen sind erforderlich, was wissen wir aus anderen Ländern, wie in anderen Ländern gelernt wird und wie können wir das übertragen. Aber das Wichtigste war am Ende, die Struktur zu ändern, zu sagen, wir lösen mal dieses von 8 bis 10 Mathematik, von 10 bis 12 Ingenieurwissenschaften, von 12 bis 2, was weiß ich, interkulturelle Kommunikation, das lösen wir mal auf und setzen die in ein Setting, wo die 5 Wochen lang im gleichen Setting, im gleichen Modul, mit dem gleichen modulverantwortlichen Professor sitzen. Und dann fange ich plötzlich an, darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich 5 Wochen lang mit meinen Studenten? Ich werde die gar nicht mehr los. Die sagen auch nicht mehr, hey, heute kann ich nicht und morgen kann ich keine Hausarbeit machen, weil ich habe hier bei dem Kollegen X oder bei dem Kollegen Y so viel zu tun. Nee, die haben nichts anderes zu tun. Die sitzen in meinem Modul. Und dann fange ich plötzlich an, darüber nachzudenken, ja, wie
organisiere ich eigentlich die Selbstlernzeit? Wie organisiere ich die Gruppenphasen, damit diese 5 Wochen tatsächlich vernünftig genutzt werden können und am Ende wirklich was rauskommen? Und das ist der Bruch, der da kommt. Und wenn man den nicht ansetzt und wenn man es nicht schafft, dass man vorher eben sozusagen auch die Kultur entsprechend zu einer, naja, zu einer lernenden Organisation macht, dann gewinnt man nichts. Und dieses Thema, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, lernende Organisation. Eine Hochschule ist ja ein unglaublich privilegiertes Unternehmen. Wir arbeiten hier nur mit klugen Leuten. Die sind alle promoviert, viele habilitiert, die haben wissenschaftlich gearbeitet, noch und nöcher, können die alles. Aber die reden nicht miteinander. Und wenn die nicht miteinander reden, dann finden die auch keine Lösung. Die finden Lösungen für ihre eigenen Probleme, die wissen noch nicht mal, dass die Kollegen die gleichen Probleme haben. Und nur wenn ich es schaffe, dass die tatsächlich miteinander reden, dass die über das reden, was im Hörsaal passiert. Wir haben ja auch noch Artikel 5 Absatz 3, Lehre und Forschung sind frei. Ich kann die ja gar nicht dazu zwingen, irgendwas zu machen. Erst wenn ich die dazu bringe, über das zu reden, was funktioniert und was nicht funktioniert und die feststellen, wir haben zwar verschiedene Fächer, verschiedene Kulturen, aber gleiche Probleme, dann ändere ich in einer Hochschule wirklich was. Die lernende Organisation, das Bewusstsein. Kann ich zu Frau Rasfeld was sagen? Oder wie machen Sie es? Ich würde Ihnen so, jetzt gut, gerade, ja, dass wir noch mal kurz an diesen Ansatz der lernenden Organisation, ich glaube, Sie wollten ja da direkt dran anknüpfen. Ich will nur kurz sagen, dass da keine falschen Polaritäten entstehen, dass ich ja mit dem Gerald Hüther lange zusammengearbeitet habe und natürlich all das mir vertraut ist und wir das auch um- und einsetzen. Stolz bin ich darauf, dass bei uns hochqualifizierte Leute gerne gemeinsam lernen und es ihnen unter die Haut geht und sie über die Curricula hinaus weiter kollegiale Lerngruppen bilden. Wir haben Dutzende im deutschsprachigen Raum, manche gibt es lebenslang. Und dass diese Menschen nicht nur kompetenter werden, sondern dass sie sich finden, ihren Sinn finden und dass damit einhergeht, dass trotzdem die Unternehmen, die Nachfolger und die Kollegen zu uns schicken, die sie nicht an dieser Sinnfindung interessiert, sondern die merken, diese Leute können besser gestalten, die können konfigurieren, die können designen, die können die Leute ansprechen und die können untereinander arbeiten. Das alles machen wir und es gibt einen sehr großen Bereich, der noch nicht die Mehrheit ist in Deutschland, von hochempfindsamen und hochengagierten und klugen Leuten. Das Problem ist, und deswegen habe ich diese Seite so sehr betont, wenn die nicht zusammen Netze bilden und einen Kanon gemeinsamen Handelns und eine Didaktik gemeinsamen Handelns und des Integrierens in den Arbeitsalltag und in die Entwicklung der Organisation mit dazu kriegen, dass sie Agenten dessen werden können und nicht nur selber glücklich, ohne das werden wir die Transformation nicht schaffen. Vielen Dank. Also der Netzwerkgedanke, der spannt sich durch den ganzen Tag. Aber lassen Sie uns noch ganz kurz, Herr Malik, Sie hatten ja hier noch einen Punkt für die Frau Rasfeld. Ja, also ich habe es ja zu tun, nicht mit Schülerinnen und Schülern, sondern mit Leuten, die in den Organisationen, was immer das ist, als Schulgeschädigte ja sitzen. Die haben das ja hinter sich. Und dann sieht man, da gibt's natürlich solche, die ihre Muster brechen, die sich diese Grenzen einfach nicht gefallen lassen. Irgendwann wachen die auf und die haben mich interessiert. Oder wie brechen Leute ihr Muster, auch wenn sie noch so sehr durch ihre Jugend, durch die Familienverhältnisse und so weiter in einer Situation sind, wo man das gar nicht erwarten dürfte. Die wollen so gut werden, dass sie keine Burnouts haben. Die wollen eine tolle Leistung erbringen. Und sie wollen so gut werden, handwerklich, ganz praktisch handwerklich, also in eigener Sache, dass sie eben nicht Work-Life-Balancing-Probleme haben, sondern dass sie sie lösen können. Und das alles geht. Und das, was Sie jetzt, was ich verstanden habe, Rasfeld, das machen Sie jetzt schon vorbereitend gewissermaßen. Junge Leute, die sich ihre eigenen Herausforderungen suchen. Genauso kann man das auch dann in späteren Jahren tun. Jede tut es natürlich auf ihre Weise. Das ist eine wunderbare Palette von Lernmöglichkeiten, die man da hat. Und da kann man sehr viele Dinge abschauen. Ich könnte ins Einzelne gehen, aber ich meine, das gibt's dort natürlich. Und das heißt, die brechen ihre Muster oft in höheren Alterskategorien noch. Und das ist natürlich jetzt ganz toll, dass man das sehr früh schon lernen kann. Das war also zu meiner Zeit nicht möglich. Wir waren eingepfercht. Ich hatte das Glück, wahnsinnig gute Lehrer und Lehrerinnen, Lehrerinnen gab es wenig, zu haben. Und ich habe es natürlich von meiner Mutter gelernt. Die war eine alleinerziehende Frau nach dem Krieg damals. Ich meine, das waren keine angenehmen Verhältnisse. Ja, und so musste ich halt als Bub auch den Haushalt machen und so. Und dann lernt man solche Dinge. Das war dann die Schule des Lebens, würde man sagen. Aber die tollen Lehrer gab es natürlich auch.
Und Leute, die sich hindern lassen, lassen sich halt hindern. Manchmal kann man ihnen helfen, indem man ihnen die Augen öffnet. Aber es gibt jene, die das ganz allein tun. Und die haben mich interessiert. Leute, die Leistung erbringen, trotz all dieser Dinge. Ja, also ich finde es hier an der Stelle, vielen Dank. Ich finde es ganz besonders, wenn man hier so hört, dass da so ein ganz großes Bestreben ist. Ich finde, das ist bei all diesen Beiträgen, die Sie hier haben, es ist einfach so einen Beitrag zu leisten, der über die eigene Optimierung hinausgeht. Ich denke, das ist ja oft eine Gesellschaftskritik, dass wir in so einer Konsumgesellschaft leben, die oft auf einem individuellen Konsum ist, sondern dass sich das in ganz vielen Ansätzen hier zeigt, dieses Gemeinschaftliche und eben auch diese Multiplikatorenfunktion hinaus. Ich denke, das sind ganz spannende Ansätze, die wir auch im zweiten Teil für alle die, die dann nachher bei uns hier bleiben, weiter vertiefen können, und zwar mit Ihren Fragen. Also wenn Ihnen jetzt hier irgendwas unter den Nägeln brennt, notieren Sie sich's, merken Sie sich's. Wir treffen uns hier wieder und möchten diese Diskussion gerne auch nochmal mit Ihren Impulsen und Fragen fortführen. Lassen Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz an der Stelle jetzt auf die Agenda schauen. Ich weiß, wir hätten wahnsinnig viele Themen, die wir hier noch weiter vertiefen können, und wir hoffen, das klappt auch noch, und wir kommen vielleicht dann sogar noch in Form des Workshops abschließend noch auf eine Handlungsebene. Jetzt nur noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt schauen, wie sich Transformation im Folgenden hier noch mal darstellt, dann haben wir ja jetzt zum einen eben, wie gesagt, unseren Diskurs, aber zum anderen gibt es ja dann auch noch die Session T2. Wie können Lehrende noch bessere Lernbegleiter werden? Herr Winterberg, jetzt schaue ich mal an Sie. Was möchten Sie denn dieser Gruppe noch mitgeben? Wir können da ja leider nicht persönlich mit rein, aber gibt es da noch so einen Impuls, den Sie in diese Gruppe mitgeben möchten? Also ich kann das sagen, was wir gemacht haben. Das Problem bei diesem Rollenwechsel ist, dass ich ja erstmal in einer Unsicherheit bin. Ich bin in der alten Rolle sehr klar gefestigt. Ich weiß genau, was meine Stärken, was meine Schwächen sind, was ich kann, was ich nicht kann, und ich gestalte meine Rolle entsprechend. Sobald ich die Rolle wechsle, komme ich in Unsicherheit, und diese Unsicherheit muss ich aufbrechen. Also die muss ich als Organisation beseitigen. Ich muss alles zur Verfügung stellen, was geht, um zu informieren, um zu sichern, damit diese Rolle auch wirklich eingenommen werden kann. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und das ist auch nichts, was sozusagen einmal passiert, sondern jeder wechselt zu seinem individuellen Zeitpunkt in diese Rolle. Und alle Hilfsmaßnahmen muss ich ständig bereithalten, damit so ein Rollenwechsel funktionieren kann. Prima, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass mit diesem Impuls, der gut weitergetragen wird. Frau Rassfeld, in der Session T3 wird ja das Thema beleuchtet, wie kommen wir von Schulräumen zu transformativen Lernräumen. Gibt es noch einen Gedanken, den Sie diesem Team mitgeben möchten? Ich habe nicht so ganz verstanden, was transformative Lernräume sind. Also stelle ich mir das Leben vielleicht darunter vor, würde ich mal sagen, jetzt, ja. Ich würde dann einfach gerne erstmal in Kontakt kommen hier mit den Menschen, die da noch da sind, und dann wird sich daraus was entwickeln. Okay, prima. Dankeschön. Und dann ist noch, also jetzt nur der Vollständigkeit halber, wir haben uns jetzt viel um lernende Organisationen und Change Management gekümmert. Es gibt aber natürlich auch Formate, wie Fachwissen weitergetragen wird in Unternehmen, auch in neuen Lernformaten. Und da gibt es eben diese Session T4, wo es um Open Learning und Open Innovation in den Unternehmen geht. Ich denke, das ist auch ein ganz spannender Impuls, wo Sie Transformation im konkreten Beispiel nochmal dann diskutieren können. Sie haben in all diesen Sessions auch Praktiker, die aus Ihrem jeweiligen beruflichen Umfeld auch Fallbeispiele mitgeben, ganz viel Information hier mit Ihnen teilen. Und an der Stelle vielleicht nochmal kurz das Thema Information teilen. Entschuldigung, ich habe noch einen technischen Hinweis, dass der nicht untergeht. Wir haben ja morgen eingeladen, das ISB Wiesloch in Wiesloch vorzustellen, und da haben sich mehr Menschen angemeldet, als wir unterbringen können. Und deswegen ziehen wir um an die SRH Hochschule. Den Raum kenne ich jetzt im Moment noch nicht, aber dass es bei jedem ankommt, es wurde eine E-Mail rumgeschickt, aber es ist wichtig, dass es bei jedem ankommt. Und sicher ist dort an einem Infopunkt oder so spätestens irgendwo auch ausgeschildert, in welchem Raum das sein wird, dass sich da niemand verirrt. Genau. Also wer morgen zum ISB möchte, nicht nach Wiesloch, wie man im Namen vermuten könnte, sondern zur SRH nach Heidelberg.
Und vielleicht noch abschließend hier für Sie alle. Der Herr Schmidt und ich haben uns im Vorfeld auch noch mal kurz ausgetauscht. Wie können wir das, was hier auch besprochen wurde, so erste Impulse, auch für Sie noch mal zum Nachlesen zur Verfügung stellen? Also wir haben jetzt einen Beitrag vom Herrn Schmidt, der jetzt gar nicht so viel, einfach aufgrund unserer Zeit, so zum Tragen kommen könnte, gerade zu dem Schwerpunkt der lernenden Organisation. Den finden Sie auch auf der Homepage des ISBs. Da können Sie einfach auch noch mal diese Gedanken nachvollziehen. Da gibt es eine neue Kategorie Event, EduAction 2016, und da finden Sie dann noch weiterführende Impulse, und ich denke, auch dieses Video stellen wir dort zur Verfügung für Sie, dass Sie einfach nochmal hier an der einen oder anderen Stelle nachhalten können. Und dann denke ich, wird sich natürlich auch über die weiteren Sessions, die wir hier noch veranstalten, werden dann natürlich auch noch Informationen über den Veranstalter mit Ihnen geteilt. Dasselbe ist auf meiner Website, und diejenigen, die an diesen Complexity Games und so weiter, Sie finden also Sie finden das alles auch auf der Frontpage unserer Homepage, wenn Sie da mehr wissen wollen. Genau. Ja. Ah, genau, also auch Schule im Aufbruch. Nur wir haben jetzt in dem einen Fall genau nochmal diesen einen Artikel versucht zu hinterlegen, der dem hier zugrunde lag. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Es ist einfach unser Appell an Sie, lassen Sie es hier nicht stehen. Netzwerken Sie auf der einen Seite, vertiefen Sie aber auch Ihr Wissen. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt eine gute netzwerkende Pause. Nutzen Sie die Kästchen, wenn Sie sich an weiteren Themen und Netzwerken beteiligen möchten. Und dann freuen wir uns, wenn wir Sie gegebenenfalls dann im Diskurs mit Ihren Fragen hier wiedersehen. Vielen Dank.